Herzlich willkommen zu einem neuen Stadtgespräch Böblingen. Wir sind wieder zu Gast in der Motorworld auf dem Flugfeld Böblingen-Sindelfingen und ich freue mich sehr, dass Markus Frasch heute hier ist. Herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich. Ja, Herr Frasch, Sie sind evangelischer Dekan in Böblingen. Ja. Warum sollte man evangelisch dazu sagen? Es gibt auch noch einen katholischen Dekan, oder? Genau. Dekanat ist sozusagen kein rein evangelischer Begriff. Dekanat ist eine Kirchengröße, größer als Gemeinde. Und das gibt es in der katholischen Kirche genauso wie bei uns. Und deswegen gibt es den Anton Feil, meinen katholischen Kollegen, der Dekan von Böblingen katholischerseits ist, wobei er allerdings gar nicht in Böblingen Gemeindepfarrer ist, weil das dort anders organisiert ist. Bei mir ist es kombiniert mit einer Pfarrstelle an der Stadtkirche in Böblingen, sodass der Böblinger evangelische Dekan auch Pfarrer in Böblingen ist. Sie haben eine eigene Kirchengemeinde. Was macht ein Dekan? Ist er ein Gemeindepfarrer? Erklären Sie uns doch mal bitte Ihre Aufgabe. Also tatsächlich habe ich keine eigene Kirchengemeinde. Ich habe eine Pfarrstelle an der Stadtkirche. Aber da ist die Kollegin Gerlinde Feine die Pfarrerin an der Stadtkirche und sie ist da auch geschäftsführende Pfarrerin. Und was das Gemeindeleben anbelangt, das ist ihre Aufgabe. Aber es ist bei uns wichtig und gehört dazu, dass ich als Dekan zwar überwiegend, also übergemeindliche Aufgaben habe, aber nicht da ganz den Kontakt verlieren soll. Deswegen habe ich einen kleinen Seelsorgebezirk, aber vor allem habe ich auch einen regelmäßigen Predigtauftrag und bin mindestens einmal im Monat in einem normalen Gottesdienst, also ohne diese dekanatamtlichen Aufgaben, in der Stadtkirche. Und seit einer Weile machen wir jetzt Doppeldienste, also in meistens zwei Kirchen in Böblingen und halt einfach einen normalen Gottesdienst. Und habe Kontakt zu den Menschen und muss mir überlegen, was predige ich als Gemeindepfarrer und nicht nur bei einer Verabschiedung oder Investitur, was Dekansaufgaben wären. Und was sind jetzt Dekansaufgaben? Also, ich glaube, am leichtesten kann man sich das zusammenreimen, was da alles dazugehört, wenn man sich klar macht, wir Dekane und Dekaninnen sind die Schaltstelle zwischen den Gemeinden und dem Oberkirchenrat oder der Landeskirche als Ganzes. Klassische Sandwich-Position. Wir sind die Vermittler zwischen der Basis, wenn man so will, an den Gemeinden und der landeskirchlichen Leitung. Und haben sozusagen in beide Richtungen die Aufgaben. Also ich sage jetzt mal, der Oberkirchenrat könnte ohne uns Dekane diese Landeskirche nicht leiten, weil jemand im Oberkirchenrat kann nicht überall sein. Wir brauchen uns und müssen hören, was wir berichten, wie es vor Ort läuft und was wichtig ist. Aber umgekehrt sind wir natürlich auch die, die hier vor Ort, oder ich jetzt hier in Böblingen, quasi die Kirchenleitung vertrete. Soll also dafür sorgen, dass die Entscheidungen der Landeskirche nach Möglichkeit konstruktiv und hilfreich in den Gemeinden ankommen. Und wenn sie unangenehm sind, müssen sie trotzdem ankommen in den Gemeinden, die Informationen. Ja. Sie haben gerade gesagt, Sie sind das Bindeglied und geben weiter, was an der Basis läuft, an der Kirchenbasis. Was läuft denn da? Was sind gerade die wichtigsten Themen in der evangelischen Kirche hier in der Region? Ja. Wir befinden uns in einem Prozess umfassender Veränderungen. Ich sage mal, Corona allein hätte uns gereicht. Das hat nicht nur uns, das hat ja die ganze Gesellschaft verändert. Und bei uns muss man sagen, furchtbarerweise war das so, dass wir dann eine Zeit lang keine Gottesdienste richtig durchführen konnten. Da war auch in der Landeskirche die überwiegende Stimmung, vorsichtig zu sein. Manchmal denkt man da heute kritisch zurück. Vielleicht hätten Menschen auch mehr Gottesdienste gebraucht. Wir haben getan, was wir konnten, aber wir waren auch sehr erschrocken, dass über Gottesdienste Menschen angesteckt wurden. Ja, und so jetzt auf einmal kommen die Menschen nicht so zurück. Wir haben eine große Krise damit, dass das Bedürfnis der Menschen, am Gottesdienst teilzunehmen, das hat eh nachgelassen über die Jahre und Corona hat es nochmal erheblich verschärft. Also haben wir eine ganz große Frage, wie gestalten wir unser gottesdienstliches und unser gemeindliches Alltagsleben, um den Menschen anzubieten, was sie für ihr religiöses Leben brauchen. Und dann weiß man manchmal nicht genau, brauchen sie es auch weniger? Wird die Gesellschaft einfach immer säkularer? Wir können ja nicht alles anbieten. Wir bleiben Kirche, so, aber wir wollen ja uns schon Mühe geben, unser Angebot so zu präsentieren, dass es die Menschen erreicht. Das beschäftigt ganz viele Menschen sehr.
Und dann kommen die ganzen Reformen, die unvermeidbar sind und die da querschießen dazu. Die Austrittszahlen sind im Zusammenhang von Corona, ich kann nicht selber erklären, wie der Zusammenhang genau besteht, aber wir sehen es an den Zahlen, erheblich nochmal angestiegen. Wir verlieren unsere Gemeindeglieder viel schneller als vorher und als befürchtet. Also geht diese Entwicklung, dass wir schrumpfen, schneller voran. Was uns auch ziemlich kalt erwischt hat, ist die Inflation, muss ich einfach so sagen, weil das quasi diese allmähliche Reduzierung der Kirchensteuereinnahmen jetzt sehr schlagartig beschleunigt, weil wir zwar nominell sinkt es nicht so schnell, aber real haben wir dieses Jahr durch die 10%ige Personalkostensteigerung quasi plötzlich ein 10%-Loch in unseren Haushalten. Und da wir überall Personal vor allem damit auch bezahlen, ist gar nicht leicht, damit umzugehen. Also so kommen die ganzen Dinge zusammen. Wir müssen uns neu aufstellen, wir müssen uns umsortieren, wir müssen Fahrstellen streichen und trotzdem uns immer fragen, was ist das Eigentliche? Und wir wollen die Menschen erreichen. Und da arbeiten die Menschen an den Gemeinden, an der Basis hart dran. Vielen Dank bis hierher, Markus Frasch, evangelischer Dekan von Böbling, meine Damen und Herren. Wir werden die Themen gleich noch ein bisschen vertiefen. Bleiben Sie dran. Regio TV. Willkommen zum Stadtgespräch Böblingen. Heute mit dem evangelischen Dekan Markus Frasch aus Böblingen. Sie haben gerade gesagt, dass Sie massiv Mitglieder verlieren. Was bedeutet das? Haben Sie den Eindruck, dass Kirche den Menschen nicht mehr wichtig ist oder nichts mehr bieten kann? Warum gehen die Menschen? Also, wenn ich das genau wüsste, da diskutieren wir natürlich viel darüber, machen uns Sorgen. Und ich muss natürlich, bevor ich eine Antwort gebe, Ihnen sagen, ich habe auch meinen persönlichen Eindruck und es gibt nicht die eine Antwort. Aber immerhin, die Württembergische Landeskirche hat sich an einer Studie beteiligt, um wenigstens mal nachzufragen. Das ist gar nicht so EKD-weit üblich. Das ist die einzige Studie, die es da gibt. Und da ist unser Eindruck, dass die überwiegende Mehrheit derer, die austreten, nicht austreten wegen konkreten aktuellen Ereignissen, sondern diese aktuellen Ereignisse werden zum Anlass. Und dahinter steht ein langfristiger Entfremdungs- oder Entfernungsprozess. Und das trifft sich auch mit meiner Alltagserfahrung. Die Menschen fragen sich, ob sie Mitglieder sein wollen in der Kirche, nicht aufgrund von tagesaktuellen Ereignissen, ob sie gestern einen schönen Gottesdienst erlebt haben oder ob die Konfirmation von der Nichte letztes Jahr schön war. Das hat eigentlich in der Logik der Menschen nicht direkt zu tun mit Austritt oder Nicht-Austritt. Also frustrierend erleben wir, dass manche von der Konfirmation heimgehen und dann gleich austreten. Also wo wir denken, hä, das war doch jetzt eigentlich schön. Aber es hat zu tun mit der Frage, wie lang bleibt man da noch Mitglied, wenn man eigentlich denkt, ich habe da gar nicht viel davon. Das Hauptargument der Menschen ist, ich nutze die Kirche nicht, wieso zahle ich das? Und da, glaube ich, sind wir Teil eines gesellschaftlichen Prozesses. Ich glaube, Turnvereine, Gewerkschaften haben ähnliche Probleme, weil die Idee des Kirchenmitgliedsbeitrags ist ja eigentlich die Idee letztlich wie ein Förderverein. Man zahlt einfach ein Leben lang einen sehr kleinen Obolus. Blöderweise heißt es Steuer. Das ist natürlich heute sehr negativ konnotiert. De facto ist es keine Zwangssteuer. Ich kann ja austreten. Und es ist ein Mitgliedsbeitrag, der sehr gering sein kann, weil sehr, sehr viele Leute sagen, egal ob ich das nütze oder nicht, ich zahle das. Aber früher, Entschuldigung. Ja, und das machen die Menschen nicht mehr so gern, dieses Förderbeitrag. Sie fragen, habe ich was davon? Aber früher war ja die Kirche ein Bindeglied in der Gesellschaft. Ja. Ist das auch weniger geworden? Das glaube ich, ja. Also das müssen wir nüchtern sehen, wenn wir sagen, wir kommen aus der Tradition der Volkskirche, dann geht es ja zurück bis auf die Zeiten des Dreißigjährigen Krieges, wo man am Schluss gesagt hat, es gibt einen Herzog und alle, wenn der evangelisch ist, sind alle evangelisch, dann war das sozusagen die verbindende Religion. Heute haben wir seit langer Zeit einen Staat, der die Religion nicht mehr einsetzt, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt herzustellen. Und deswegen können wir auf diese staatliche Funktion nicht mehr setzen.
Wir müssen sozusagen, wenn es uns um Zusammenhalt geht, ist es unser Zusammenhalt. Und wir müssen als eine Religion unter verschiedenen unseren Platz finden in der Gesellschaft. Das ist natürlich eine Sisyphus-Aufgabe, dagegen zu wirken, gegen diesen Trend. Aber trotzdem werden Sie ja positiv gestimmt sein, sonst würden Sie das Amt nicht machen. Ja, ja. Und zum Schluss würde ich jetzt schon ganz gern wissen, wie verbringt ein Pfarrer die Adventszeit? Ja, Sie fragen das natürlich, weil man eigentlich beim Advent sich wünschen würde, ein bisschen Besinnlichkeit zu haben. Und das ist natürlich für Pfarrer und Pfarrfamilien schwer, weil es eine Zeit ist mit ganz besonderen Herausforderungen. Ich bin hier in den Kirchenbezirk gekommen 2021 und habe als erstes erfahren, dass hier eine Vereinbarung gilt. Wir machen keine Gremiensitzungen im Dezember. Okay. Das habe ich nirgendwo vorher kennengelernt und finde, da waren die Böblinger doch von langer Hand klug, weil auch die Pfarrer und Pfarrerinnen dann keine Sitzungen haben und sich konzentrieren können auf den Advent. Und ich denke, wir Pfarrer haben alle früher oder später gelernt, dass auch dann, wenn wir aktiv eine Andacht halten, im Seniorennachmittag was beitragen oder einen Gottesdienst halten, es ist auch Teil unserer eigenen Spiritualität, sodass nicht das nur Arbeit ist und das andere nur Spiritualität, sondern ich denke, wir leben das auch in dem Aktivsein. Und da freue ich mich auf Begegnungen im Advent und freue mich auch, dann mal die Gremien auf die Seite zu schieben und mal auf dieses jährlich wiederkehrende Heilsereignis an Weihnachten mich vorzubereiten. Wunderbar. Vielen Dank, Markus Frasch, evangelischer Dekan in Böblingen. Meine Damen und Herren, Sie haben gehört, er freut sich auf Begegnungen. Nutzen Sie die Adventszeit, die Weihnachtszeit zu solchen Begegnungen, ob es nun in der Böblinger Stadtkirche oder in einer anderen Kirchengemeinde ist, das ist ganz egal, aber nutzen Sie es und Sie werden sehen, es wird Ihnen gut tun. In diesem Sinn, einen schönen Abend.